danke dir, Danny. Können Sie mich verstehen? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Heidekönigin und Hofdamen, liebe Kinder Heidekönigin und Hofdamen, sehr geehrte Ehrengäste und Gäste, ich freue mich, Sie heute zur schönsten Jahreszeit der Heideblüte auf unserem schönen Krönungsplatz begrüßen zu können und heiße Sie in unserem schönen Heidedorf Meißendorf herzlich willkommen. Wir treffen uns alljährlich heute zum 49. Mal, um hier die Krönungszeremonie vorzunehmen. Und ich freue mich, dass sich alljährlich immer wieder junge Damen, die diese schöne Tradition der Heidekönigin am Leben erhalten, dass sie sich immer wieder finden. Dafür möchte ich euch meine tiefste Bewunderung und meinen herzlichen Dank aussprechen. Ja, liebe Isabel, liebe Judith, liebe Ulrike, ihr wart wunderbare Botschafterinnen unseres Ortes Meißendorf, unserer Gemeinde Winden und unseres Landkreises und weit darüber hinaus. Ihr habt uns in hervorragender Weise repräsentiert und dafür spreche ich euch meinen herzlichen Dank aus. Auch Luisa, Lisa, Michelle, sind Sie hier? Ja, danke ich recht herzlich. Ich glaube, der Applaus der hier Anwesenden ist ein Eindruck dieses Dankes. Bitte mal. Ich wünsche euch gerade unsere noch amtierenden Majestäten alles erdenklich Beste auf eurem weiteren Lebensweg. Den zukünftigen Majestäten Lena Sophie, Dorle, Annika sowie Anna, Lina und Lisa danke ich jetzt schon dafür, dass sie sich durch ihre Bereitschaft und Wahl, dass sie diese schöne Tradition weiter fortführen. Auch euch wünsche ich viel Spaß und Lebensfreude im neuen Amt. Den Aktiven unserer Dorfgemeinschaft und unseren Vereinen, vor allen Dingen, Sie sehen das an den schön geschmückten Wagen, danke ich ganz herzlich für Ihren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz. Das Heideblütenfest lebt vom Ehrenamt und ist nur durch eine tolle Dorfgemeinschaft realisierbar. Man kann euch nicht beschreiben, man muss euch erleben. Ihr seid mega geil, wie das so schön heißt. Ihr seid eine wunderbare Truppe. Vielen Dank. Abschließend möchte ich mich bei Jennifer, Annika und Dirk für die tolle Moderation bedanken. Ich wünsche uns allen eine schöne Krönungszeremonie und bedanke mich bei unserem tollen Publikum. Bitte kommt im nächsten Jahr wieder zum 50. Heideblütenfest. Bis dahin alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke.